Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vampir. Ich habe wohl etwas übersehen. Vielen Dank für das Kommentar. Jetzt muss ich nochmal gucken. Der Friedhof, war der gleich noch hier um die Ecke? Ich bin ja jetzt, ich bin schon zum Priester gerannt, ja. Ich müsste nochmal zurück zum Friedhof, denn da soll ich etwas sehr Wichtiges übersehen haben. Und zwar Rezepte, nicht hier. Moment. Hier sind wir. Was ist denn das? Ereignis. Ein unbekanntes Ereignis hat stattgefunden. Oh, da sollte ich vielleicht mal hin. Okay, aber hier auch. Dr. Swansea, neuer Dialog verfügbar. Na gut, das können wir immer noch machen. Ja, jetzt habe ich keine Ahnung, wo der Friedhof war. Das hier? Hier steht ja nichts. Ja, verdammt. Hier steht ja einfach gar nichts. Das könnte jetzt überall gewesen sein. Mist. Das hier vielleicht? Das sieht irgendwie so aus. Tja, da müssen wir wohl warten, bis wir nochmal zufällig dem Friedhof begegnen. Ja, da sollen Rezepte für Heiltränke gewesen sein. Ah, so Mist. Warum steht denn hier... Sehe ich irgendwo rein-raus-zoom? Ach, warte mal. Rein-raus-zoom? Vielleicht steht dann ja was da. Ja, hier steht Apotheke und so, aber... Ah, ist doch blöd, dass hier Friedhof nicht steht. Ich habe halt gar keine Ahnung mehr. Das hier sieht halt aus wie ein Friedhof. So ein bisschen. Oder ein Park. Na gut, dann würde ich fast sagen... Ach, jetzt ist das blöde Ding hier wieder. Würde ich sagen, wir gehen erstmal weiter. Wie sieht's dann? Ich würde... Immer das falsche Menü. Ich will noch was ändern. Und zwar... oh, das ist schon futsch. Oh je. Das ist nicht so gut, dass das schon alles futsch ist. Wir haben nur noch Blut, aber... Oh, oh, oh. Na gut, und hier, das wollte ich nämlich ändern. Ich will doch nochmal lieber zu Schocken gehen. Da haben wir ja sogar die Keule jetzt. Ah, das ist gar nicht mal so blöd. Die könnten wir jetzt mal ausprobieren. Ausdauer 40 halt, eine 10. Angriffsgeschwindigkeit 10, 10, aber macht halt direkt 15. Das probieren wir mal aus. Probieren wir es mal. So, dann gehe ich erstmal weiter in der Story und wir hoffen, dass wir den Friedhof danach nochmal wiederfinden. Ich würde mal dahin rennen, wo es gerade so aussieht wie so ein Park. Keiner da? Die Texturen sehen ein bisschen komisch aus an der Tür. What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop, but I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Einen kleinen Moment. Ich muss mal ganz kurz raustappen. So, da sind wir wieder. Ich bin immer ein bisschen paranoid bei dem Spiel, muss ich zugeben. Da ich ja nicht einfach speichern kann, wie ich möchte und dann wirklich, was ich aufnehme, auch das aufgenommene ist, musste ich jetzt nochmal den Sound checken. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich nämlich die falsche Tonspur aufnehme, das falsche Mikrofon. Aber alles okay gewesen, zum Glück. So, das ist eine persönliche Angelegenheit. Ich brauche niemanden, der mich anhört. Ich brauche keine Gesellschaft. Auch das ist ja alles ganz schön ablehnend. Persönlich? You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Mhm. Der kommt mir komisch vor, der Typ. Wahrscheinlich ist er total vertrauenswürdig, aber irgendwie ist er mir komisch. Meine Worte gelten einer Verstorbenen. Ach ja, es ist ein privates Anliegen, es ist eine private Angelegenheit. Was denn da jetzt bitte der Unterschied? Ja, so. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak?
Huch, so nah rangezoomt. Sie war meine Schwester. Sie war jemand, der mir viel bedeutet hat. Ach komm, wir sind hier jetzt mal ein bisschen ehrlich. Vielleicht, ich glaube... Ja doch, ich glaube, wir sollten uns ein wenig den Schmerz und die Trauer von der Seele reden. Das kann, glaube ich, doch schon wahre Wunder wirken. Sie war meine Schwester. Du siehst so troubled by the loss of this girl. What happened to her? ja, sie wurde ermordet. Es war ein Unfall. Sie wurde zur Ruhe gebettet. She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? Stand er gerade und geht es Ihnen, mein Sohn? Ich habe eher zugehört. Ich lese nicht immer, weil ja, meistens bei Spielen wird man ein bisschen enttäuscht, weil die Rechtschreibung nicht so super ist. Und ich glaube, da stand gerade tatsächlich auch wieder was Lustiges. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich nicht so hingeguckt habe. Ich fühle mich verantwortlich. Sie ist meinetwegen gestorben. Ich wünschte, ich könnte es alles vergessen. Ja, wir gehen mal nicht ganz so hart an die Wirklichkeit. I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? Ich werde den Verantwortlichen finden. Ich schwöre, ich war es nicht. Ach, bitte verzeih mir. Ganz ehrlich, was bringt denn der Schwester noch die Rache? Sie ist tot. Also, da, ja, Rache bringt sie auch nicht wieder. Das hier ist total absurd. Ja, Verzeihung. I killed you. There's no excuse. My dear Mary. Das hätte er jetzt nicht so offen sagen müssen. You have been heard, my son. And your burden will lighten, if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Ernsthaft? Ich dachte, das zieht jetzt total schwere Folgen nach sich. Wir haben ihm gerade erzählt, dass wir unsere Schwester getötet haben. Mit dem letzten Satz. Und der sagt, ja, na denn, wenn sie das bereuen, dann ist ja alles gut, ne? Tschüss. Schönen Abend noch. Das ist, hä? Ich, also ganz ehrlich. That. Oh. Halt. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Okay, ich wollte jetzt unbedingt gerne hierhin. Kann ich das markern? Ja, kann ich. Ist das auch die Witwe in Nöten? Ich bin mir nicht sicher. Hier steht nämlich jetzt rechts als Aufgabe Witwe in Nöten. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie noch mit dem Swansea zu tun hat. So, ich hoffe, man hört gerade nicht die Kaffeemaschine, die im Hintergrund ausgeht. Das würde ich jetzt gerne eigentlich umgehen. Wir haben halt nichts mehr zum Heilen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt verletzt werden. Das muss gerade nicht sein. Na, wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich doch da wieder an, oder? Das ist doch nichts anderes gerade, oder? Oh, hier komme ich gar nicht lang. Yeah. Oder? Da oben? Nee. Manchmal muss man ja nach oben gucken, dann sieht man vielleicht nochmal was. Na gut, dann versuchen wir uns irgendwie hier hinten nochmal rumzumogeln. Das geht, glaube ich, sogar ganz gut. Das war vielleicht gar nicht mal so eine doofe Idee. Ich soll ein bisschen besser aufpassen. Ich laufe hier so mit Blick zur rechten Seite und guck gar nicht, was links von mir passiert. Ne? Das hat gerade so geglänzt. Ich dachte, da würde es was geben. Okay. Ach, hier ist der Friedhof wieder. Oh, Moment. Das ist auch auf dem... Ist das auf dem Friedhof? Remorse and pain are precious when binding you to the earth. Oh, oh. Remember you. Bin mir nicht so sicher, ob das gerade gut ist, aber jetzt will ich auch nicht mehr abbrechen. Es hat gespeichert. Okay. Wer ist das denn? Hat die da Hörner? Oh Gott. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Oh Gott. Das klingt ja... Mysteriöses Wesen heißt er einfach nur. Schluss mit deinen Rätseln. Warum ich? Wer bist du?
Ich würde sagen, Schluss mit den Rätseln, weil sonst kommt wieder nur so eine Antwort. Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be still, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the Serpent of Knowing with iron spur. Okay, das fand ich jetzt ziemlich cool. Das war I've had sehr enough gut. Of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Ja, das war schon extrem so geil the vampire gemacht. Oh, who made me is some sort of disembodied entity. Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Ja, ich würde auch sagen, das war in den Geist projiziert von irgendeinem Ort aus. Falls ihr euch gerade gewundert habt, warum das Bild so hin und her ging, mein Kater hat gerade die Maus umgerannt. Und ich spiele halt mit dem Gamepad und ja, jetzt wurde die Maus einmal beiseite getreten. Ja, hier muss doch jetzt irgendwo das sein, was ich suche. Irgendwo hier soll was rumliegen. Ach du Scheiße, das sieht man ja... Ah! Oh mein Gott, was passiert? Ich glaube, ich habe einen Grabstein kaputt gemacht. Oh, Hat keiner gesehen. Alles gut. Hey, ist doch gar nichts. Ich guck schon ganz genau hin, aber... Wo ist denn das Grab von unserer Schwester? Ist das das? Nee, das kann es nicht sein. Ist das schon zugebuddelt? War das das hier? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist hier kein offenes Grab mehr. Ich glaube, die sind alle jetzt zugebuddelt. Nee, ist nicht da. Keine Ahnung. So. Aber wo ist denn das jetzt? Hier irgendwo sollen Rezepte rumliegen. Nochmal, was ist das hier? Kann ich das aufmachen? Nicht hier irgendwo? Nö. Hier ist gar nichts, okay. Nicht, dass das jetzt weg ist, weil ich das nicht dann aufgenommen hatte, als man es aufnehmen sollte. Das wäre schade, aber das glaube ich nicht. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, ein bisschen doof. Jetzt habe ich extra einen Kommentar bekommen, dass ich hier bitte nochmal zurückkehren soll, die Tränke mitnehmen soll. Also nicht soll, aber dass hier halt noch was für mich ist und ich finde es trotzdem nicht. Ja, ist jetzt so ein bisschen ärgerlich. Sehr ärgerlich. Also ich... Oh, oh Gott. Jetzt hört doch mal auf, alle kaputt zu gehen. Sag mal, was ist denn das hier für eine Ramschqualität? Mit dem Grabsteinschleifer oder wie auch immer man einen Grabsteinhersteller nennt, muss man mal ein Wort reden. Das ist ja die letzte Scheiße, die der hier herstellt. Gott. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich gehe nochmal vielleicht ein bisschen rein. Aber, Jetzt gucke ich auch mal auf der Karte. Da ist der Friedhof. Mensch, da wäre ich ja total falsch gelaufen, wäre ich hier hingegangen. Das ist der Friedhof, okay. Aber hey, da sind wir doch nicht mal ansatzweise da, wo ich hin wollte. Da wollte ich hin. War ich nicht irgendwo hier? Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier bin. Ich... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, das ärgert mich. Ich will es haben. Ich will die Rezepte haben. Das ist doch scheiße. Oh, Ratten. This is despicable. Ja, aber wir brauchen Blut. Ich finde es auch eklig. War das vielleicht da oben irgendwo? Ich will es haben. Unbedingt. Kann ich auch noch wieder runter? Das wird wahrscheinlich jetzt gehen, ne? Ja, das geht jetzt sogar. Ah, okay, verstehe. Tja. Ich sehe nichts. Tut mir leid, ich sehe es wirklich nicht, wenn das hier jetzt irgendwo war. Vielleicht muss ich das Kommentar nochmal genauer lesen. Vielleicht habe ich da doch was falsch verstanden. Aber mir war so, als hieße es, das hätte hier irgendwo sein sollen. Problem ist jetzt, also eigentlich ist das doch jetzt Quatsch, hier über den Friedhof denn zu laufen, oder? Ich gucke nochmal eben auf die Karte.
Das macht doch gar keinen Sinn. Wo bin ich denn lang gelaufen? Das ist doch totaler Quatsch. Ach, da. Ja, natürlich. Weil ich dem. Ich bin nicht dem kleinen Ding gefolgt, ich bin dem roten Y-Ding gefolgt. Ah, kein Wunder. Ja, also falls ihr euch fragt, warum ich so dämlich gelaufen bin und nicht dem richtigen Marker folge. Ich bin tatsächlich nicht dem richtigen Marker gefolgt. Ach, Mensch. Ach, sowas Doofes. Hallo, ich hätte gerne meinen Marker. Gut. Naja. Ist jetzt so. Sind wir damit eigentlich schneller? Ich glaube nicht, oder? Naja, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist genauso schnell, wenn ich einfach nur laufe. Ja. Achso, nee, Moment, das ist ein normaler Mensch. Nee, das ist nicht. Oh, das ging gut mit der Keule. Wow. Eins auf den Deckel gezimmert und schon war ziemlich außer Gefecht. Sehr schön. Bist du ein normaler Mensch? Ich kann es von hier nicht sehen. Geh mal weiter. Doch, das sind normale Menschen. Okay. Könnten wir auch nochmal ansprechen. Warte mal. Hier würde ich gerne nochmal hin zu dem Irren. Hat er uns was Neues zu sagen? Haben wir da irgendwas rausbekommen? Das lohnt sich ja meistens, die Leute nochmal anzuquatschen. Ja, ja, bin ich. Ja, ja. Hier, sie haben ihren Schüler gefunden. Was? Schüler? I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. Ah. He is dead, isn't he? Yes. He is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Hm. Okay, da zeigt er tatsächlich mal menschliche Züge. Wow. Hm. Neuigkeiten zu Schwester Dorfys Apotheke? Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? If you propagate the devil's work, you'll perish by the devil's work. Such is the law of the Lord. Ja, ja. So, wieso Samuel zum Friedhof schicken? Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. Ja, klingt so, als hätte er einen schönen Traum gehabt. Fahren Sie fort. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast. The announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Ich frage mich, ist dann jetzt wirklich unsere vielleicht Endgegnerin des Spiels, die Übervampirin sozusagen, dann eine Frau? Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass wir halt einen Mann suchen und gerade, also unser Schöpfer scheint ja auch männlich zu sein, zumindest die Kreatur, die wir gesehen haben. Aber vielleicht geht es dann doch um eine Frau. Und lustigerweise muss ich dabei total an Agony denken. Gestehen Sie, also an die, das war doch auch irgendwie eine rote Göttin, die rote Göttin. Gestehen Sie Ihre Verbrechen. Tobias Whittaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Mhm. Ich schlage gerne meine Zähne in Idioten. Sie nutzen die Epidemie aus, um zu töten. Sie sind nur ein hochwürdiger Sadist. Jo. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Das glaube ich ihm tatsächlich sogar. Das glaube ich ihm sogar. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No. No. The only way to contain the spread
is to strike at the source itself. The proliferating sick. Also wie gesagt, ich glaube ihm tatsächlich, dass er das, was er uns erzählt, auch wirklich denkt und meint. Macht es nur leider nicht besser. Komisch, dass das jetzt immer noch blau bleibt. Ihr Schüler war ein Grabräuber. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Er hat die Toten entweiht. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Er war ein Gauner. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. Okay. Gibt's hier was Neues? Oh. Er steht schlecht um mich? Wieso ist das dann so? Hatten wir das? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hinge. Kann ich das irgendwie weitermachen? Boah, jetzt muss ich das nochmal machen. Ich glaube nur an Fakten. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. Okay, wie genau werden Sie diese Stadt reinigen? Das hatten wir aber auch schon. Okay. I have heard enough for tonight. Goodbye. Ja, immer wieder ein Nichtvergnügen mit ihm zu reden, tatsächlich. Jetzt sind wir gleich da, aber die Folge ist gleich schon wieder um. Ich gucke hier nochmal vorbei. You again. Jo. Gucken wir mal. Ne, da haben wir einfach noch nichts. Oh, hier, drangsalieren. Ne, das hatten wir auch schon. Warte mal. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Ja, Überleben ist ein Naturgesetz. Sie sind ein Krimineller. Sie hätten sich weigern können. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons. And that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Da haben wir was Neues erfahren. Über Joe Peterson. Okay. Goodbye, Mr. Peterson. Und Bert Lewis. Haben wir mit dir noch irgendwelche Möglichkeiten? You never lose your focus, do you? Handeln. Persönliche Fragen. War Joe ein Freund von ihm? Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. Niemand hat ihm hier die Stirn geboten. Was ist Joes Geschichte? What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer. Good one, even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Trauern ist niemals leicht. Das bist du ein Feigling. Verzweiflung kann ein Gift sein. Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. Niemand hat ihm hier die Stirn geboten. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. Der Name klingt seltsam von denen, muss ich ehrlich zugeben. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Gut, dann. Goodbye for now, Mr. Lewis.
dann nicht. Dann weiter zu unserem Ziel. Aber ich würde sagen, das dann erst in der nächsten Folge. Also bin ich da drin, oder? Nee, das wäre Quatsch. Ja, gut. Dann würde ich jetzt einen kleinen Cut machen, bevor wir vielleicht in ein Event reinrennen. Dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wenn es so ist. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.